vor einer Woche. Da haben wir unter anderem mit Wind of Change und musikalischer Begleitung eine Woche die Wildland-Installation eröffnet zur Kampagne, unter anderem Lichtenfest 50+1. Und heute möchten wir den Abschluss mit einem Zusammenkommen und dem Mitmachkonzert gemeinsam genießen. Bin da schon ganz gespannt drauf. Mitmachkonzert, ich hatte vorher nur gehört, es gibt Instrumente. Da denke ich ganz beruhigt, okay, da muss man irgendwo drauf rumtrommeln. Habe aber eben leider erfahren, dass es auch mit Singen heißt. Und jetzt bin ich dann doch etwas nervös in dem Augenblick, weil meine Stimme, das ist also gesanglich nicht der größte Genuss. Ja, in dem Sinne heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum Abschluss der Lichtblattwoche. Und jetzt ist das ein bisschen unübersichtlich hier. Wir haben den ein oder anderen Ehrengast eingeladen. Ich versuche trotzdem vom geistigen Auge diejenigen, die eingeladen sind und auch da sind, kurz zu begrüßen. Besonderer Gruß gilt dem Vorsitzenden des Kreistags, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Rainer Hesse. Herzlich willkommen, lieber Rainer. Für den Landrat da und freut mich ja ganz besonders, dass er den Weg von Mohnes und Iller geschafft hat. Ein schönes Lichtenfest, mein lieber Rainer. Diejenigen, die ab und zu mal durch Frankenberg kommen, die wissen, was ich meine. Dann besonderer Gruß dem Bürgermeister AD Uwe Stoiber mit seiner Frau Martina. Herzlich willkommen, ihr zwei. So, und dann haben wir, und dann wird es jetzt sportlich, wir haben Vertreter des Magistrats da. Die sind nicht alle vollständig, aber wenn ich die jetzt alle der städtischen Gremien vorlese, dann wird es lang. Also begrüße ich als besondere Ehrengäste auf jeden Fall natürlich die Vertreter des Magistrats der Stadt Lichtenfels, die Vertreter der Stadtverordnetenversammlung, da haben wir auch Fraktionsvorsitzende in unseren Reihen. Und ja, kurzer Hinweis, die Handys dürfen nach der Veranstaltung wieder angeschaltet werden. Also, recht herzlich willkommen den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern und allen Mitgliedern der Ortsbeiräte. Denn wenn wir die jetzt alle einzeln begrüßen, dann wird es wahrscheinlich dann doch eher ein langer Abend. Ganz besonders natürlich das Willkommen an die Groove Company, die uns heute zum Mitmachen gleich bewegen wird. Wo sind sie? Da sind sie und da sind sie. Und ganz besonderes Willkommen natürlich Ihnen. Gästen, die den Weg ohne besondere Einladung sozusagen am heutigen Tag hierher gefunden haben, die sich eben oben auf dem Hamberg die Installation angeschaut haben, die per Fahrrad oder per Fuß gekommen sind und die jetzt am heutigen Abend hoffentlich einen schönen Abschluss mit uns hier feiern. Und ich denke mal, nach dem Konzert werden die Landfrauen der Sportverein Immichhausen, die werden dann doch das ein oder andere vielleicht noch verkaufen können und möchten. Und die Frau Reinl, wir hatten abgestimmt, dass nach dem musikalischen Teil im Anschluss mit einem kleinen Zeitversatz durchaus die Möglichkeit nochmal besteht, drüben durch die Installation zu wandern und sich das ein oder andere erläutern zu lassen. Denn das Interessante ist, bei der Lindland-Ausstellung oder Installation sind einige Bezüge halt auch zur Stadt Lichtenfels, also auch zur Ehre 50+1, die sind dort integriert. Und wir haben auch unter anderem letzte Woche ein kleines Gewinnspiel mit auf den Weg gebracht, das wo man gleich noch küren, die Gewinnerin oder den Gewinner, ich weiß nicht, wer es ist, weil da auch der Bezug zur Stadt Lichtenfels hergestellt worden ist. Ja, wir sind heute in der Klosterruine Scharken. Ich denke, das ist ein wunderbarer Ort, wo man die eine oder andere Veranstaltung durchführen kann. Und deshalb neben der Lindland-Installation gilt der Dank Rita Reinl mit dem Verein Bewegter Wind und allen Helferinnen und Helfern, die im Prinzip in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen für die Ausstellung entsprechend gesorgt haben. Aber ganz besonders auch dann noch dem Sportverein Immichhausen, dem Landfrauen Gottelsheim-Radorn für die Bewirtung sowie die Unterstützung in den letzten Tagen rund um die Ausstellung. Und da darf jetzt mal gebündelt für Rita Reinl, den Bewegten Wind, die Sportfreunde Immichhausen und die Landfrauen geklatscht werden. Und mich freut auch, dass der ein oder andere Grundstückseigentümer oder Pächter hier ist, denn ebenso möchte ich den Eigentümern der Grundstücke und den Pächtern der umliegenden Flächen danken, denn ohne die wäre das nicht möglich gewesen, denn eben die Flächen kostenlos zur Verfügung gestellt. Jetzt in der Zeit, dass im Prinzip die Veranstaltung dort oben mit der Windinstallation durchgeführt werden kann. Ja, der Bezug zum Lichtenfels 50+1, wir haben im Jahr 2022 verschiedene Veranstaltungen stattfinden lassen, die eine Verbindung zur Stadt, ihrer Geschichte, oder vor allen Dingen auch das Ziel hatten, Menschen zusammenzubringen, unter dem Motto Lichtenfels 50+1. Wir haben als Kommune zum Beispiel mit viel eigenem Stadtwald
so den Bürgerwald kreiert, gemeinsam eröffnet. Wir haben im Mai, organisiert von Jan Küstner, unterstützt durch Gerd van Dalvik und der Stadt, das Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebshilfe mit einer dreistelligen Besucherzahl also unter dem Heeresmusikchor durchgeführt. Und wir haben mit mehr als 100 Seniorinnen und Senioren, der eine oder andere ist, glaube ich, heute auch hier, eine sehr schöne Fahrt an Stein über Meer gehabt, die wir durchgeführt haben. Und nun reiht sich die Windlandinstallation unter Mitwirkung der Bürgerschaft ein. Und für den Herbst, das kann ich schon sagen, wird es auch noch die eine oder andere Idee geben, wo wir punktuell noch Veranstaltungen machen. Heute blicken wir auf eine Woche zurück, wo der Hamberg im Mittelpunkt der Stadt stand und viele aus der nahen Umgebung diesen schönen Fleck Erde mit anderen Augen erlebt oder auch gefühlt wahrgenommen haben. Nicht zuletzt der Bericht in alle Wetter am Montagabend, der hat die Stadt auch nochmal überregional entsprechend erlebbar gemacht. Ja, und meine sehr verehrten Damen und Herren, Menschen zusammenführen. In den letzten 2 Jahren hat uns die Pandemie gefordert, dann der Krieg und nun Inflation und Energieproblematik. Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir als Gesellschaft leben und die wir auch irgendwie überstehen müssen. Diese benötigen neben guten sachlichen Lösungen aber immer wieder verbindende Elemente. Und diese verbindenden Elemente, damit glaube ich, können wir mit solchen Veranstaltungen, mit solchen Themen, wo wir Menschen miteinander in Bewegung, in Interaktion bringen und hier gemeinsam was durchführen, können wir diese verbindenden Elemente wirklich schaffen und dies im Sinne einer geeinten Gesellschaft immer wieder unterstützen, denn vor allen Dingen für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, denn für die tun wir das alles, was wir hier teilweise tun. Und da bin ich auch bei den Kindern. Alle Kinder, die beim Workshop dabei waren und hier sind, denen hatte ich damals, wo ich dabei war, mit dem Flugzeugmalen versprochen. Es gibt ein Getränk und ein Essen von mir. Also meldet euch einfach nach dem Konzert. Wenn ihr hier seid, kommt zu mir. Und ich habe die meisten auch noch vom geistigen Auge, also so ungefähr. Auf jeden Fall, wer den Arm hebt und hier ist, der einfach vorbeikommt. Ja, ich freue mich nun auf ein Grußwort von Rainer Hesse, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche uns ein interessantes Mitmachkonzert mit tollen Hits und entsprechend im Anschluss gerne einen geselligen Abschluss der Windlandwoche und bedanke mich recht herzlich fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Herr Bürgermeister, lieber Henning, ich bin natürlich gerne von Frankenberg hierher gekommen und man glaubt es gar nicht, es sind einige Frankenberger unter den Gästen hier heute, also der Weg ist ja auch nicht so weit, deshalb. Eine Woche lang war am Rande des Lichtenfelser Panoramawegs zwischen den beiden Stadtteilen Gottesheim und Immichhausen nicht zu übersehen, dass es hier offensichtlich etwas Besonderes zu feiern gibt. Auf Höhe des ehemaligen Klosters Scharken flatterten und wehten etwa 200 Fahnen fröhliche Wind. Windland 50+1, so der Titel der Mittwochausstellung, sollte sichtbares Kennzeichen für den entsprechenden Geburtstag der Stadt Lichtenfels sein, überaus erfolgreich, denn die Fahnen sind wirklich nicht zu übersehen. Aber nicht nur deshalb erfolgreich, denn die Aktion hat als sogenannte partizipative Installation tatsächlich junge und alte Lichtenfelser zusammengeführt, sie in Bewegung und Gespräch gebracht, das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhang in der Kommune nachträglich gefördert. Genauso wie es die Zielsetzung des Projekts war und was dazu geführt hat, dass Lichtenfels als Kommune der Vielfalt im Wettbewerb der Kasseler Initiative und der Schirmer Chef, der von Regierungspräsident Marc Weinmeister ausgezeichnet wurde. Gerne habe ich die Einladung zu der heutigen Abschlussveranstaltung des Projekts in der Klosterruine Scharken hier gerne angenommen. Ich freue mich nun, hier die Gelegenheit habe, Lichtenfels mit Bürgermeister Henning Scheele und seinen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Mitgliedern des Vereins Bewegter Wind e.V. unter Leitung von Frau Reta Reinl herzlich zum stolzen Jubiläum 50+1 und zu der gelungenen Installation zu gratulieren. Dies tue ich nicht nur persönlich, sondern vor allem als Vorsitzender des Kreistages im Namen des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Unser eigenes Jubiläum, 50 Jahre Landkreis Waldeck-Frankenberg, steht in 2 Jahren ja ebenfalls an und es kann nicht schaden, sich schon mal Ideen für die Feierlichkeiten zu holen. Möge die Kommune mit frischem Wind die nächsten mindestens noch einmal 50 Jahre ihres Bestehens zu bewältigen. Möge der Impuls der Endtag-Installation sie wie auf Hügeln über alle Beschwernisse hinwegtragen. Ich bin mir sicher, dass dies genauso hervorragend gelingen wird, wie sich die Stadt Lichtenfels bisher entwickelt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und der Feierstunde würde ich
wünsche ich weiterhin einen frohen Verlauf. Hamburg und die Installation, die uns eine Woche lang fantastische Winderlebnisse und wunderbare Sonnenuntergänge verschafft hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hinterher noch auf dem Hamburg treffen. Vielleicht haben wir ja heute noch mal Glück mit dem Sonnenuntergang. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dass auch Immichhäuser gesagt haben, da waren wir so noch nie. Man entdeckt mit bewegter Wind wirklich Landschaft neu, sieht Landschaft, sieht Wind und guckt vielleicht auch ein bisschen anders auf die Kunst, die wir ja zusammen mit Vereinsmitgliedern, aber vor allem Lichtenfelder Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut haben. Diese Bürger haben natürlich partizipativ ganz eigenmächtig gearbeitet. Ich habe ein paar Ideen reingegeben und dann gab es eine Installation jetzt unten am Hamburg mit einem Arkadengang, der direkt auf das Kloster hier zeigt. Und dann gab es so eine Idee, man macht eine Linie aus Fahnen, die auf dieses Kloster zeigt. Und dann riefen die mich an, ich war irgendwo anders am Berg unterwegs und haben gesagt, wir haben jetzt eine andere Idee, wir wollen das anders machen. Ich habe gesagt, klar, ist ja partizipativ. Und dann haben die eine Installation mit 8 Fahnen um einen Sitz gemacht, mit unterschiedlich hohen Fahnen. Und bei unseren Führungen haben wir die Leute gefragt, was könnte das jetzt für ein Symbol für Lichtenfeld sein? Da haben wir viele verschiedene Antworten gekriegt. Ich lese mal ein paar vor, nicht alle. Das ist einmal der Lichtenfelser Panoramaweg wäre das Symbol. Das ist es nicht ganz, aber der verbindet ja die Ortsteile ganz gut. Dann ist es das Rathaus mit den Ortsteilen, hat noch jemand gesagt. Es hat auch jemand gesagt, der Bürgermeister mit seinen Ortsteilen. Das ist auch nicht ganz richtig, aber ein bisschen. Und die richtige Antwort ist der Turm der Burg Lichtenfels, geformt aus 8 Fahnen. Und da gibt es 3 richtige Ergebnisse. Und davon wird eins jetzt gezogen von unserer Glücksfee aus dem Verein, Bärbel Canzora. Ja, jetzt habe ich ein Problem hier. Jetzt muss ich aber das machen. Flügel sind nicht nur imaginativ, die sind echt, ja. Die sind echt, Sie sehen. Das geht ja ohne, das ist eine tolle Akustik. So, Hände aufwärmen. Genau. Hier sind 3 richtige Ergebnisse. Turm der Burg Lichtenfels als Symbol. Tadadam. Trommelwirbel. Zu spät. Jetzt Trommelwirbel. Ja, liest du? Nee, du liest das jetzt vor. Ich. Oder nee, das Mikro überhalten. Ja, das wäre natürlich gut. Lies laut. Oh. The winner is Kerstin Schäfer aus Gottelsheim. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Die ganzen Fahnen für die Kinder. Workshops genäht, die Sie draußen sehen, die Kinder und die alten Leute aus dem Altersheim gemalt haben, die hat alle Kerstin Schäfer genäht. Und deshalb freue ich mich besonders, dass die den Gutschein der Stadt Lichtenfels bekommen. Jetzt ist hier zu viel Wind. Das werden wir ihr überreichen, aber jetzt freuen wir uns auf ein Konzert mit der Groove Company, mit Ingeborg Erler und Jörg Hillmann, die uns zum Miteinander bringen, wie uns hoffentlich auch die Installation Windland ein bisschen zum Miteinander gebracht hat. Und ich hätte Lust auf mehr, unser Verein auch. Und mal gucken, was wir so draus machen. Schön, dass Sie da sind. Jetzt machen wir zusammen Musik. Genau. Trommler halten das nicht lange aus mit so Pausen, deswegen machen wir das alles hintereinander. Das geht dann so, ich mach's einmal. Zeit zu bleiben und du was ganz anderes zu tun.
den Sinn. Als mein Träume ich stehe und dann denke ich es wär, Zeit zu bleiben und tun, was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir nichts klar.